Ja, hallo zu meinem kleinen Let's Show. Das ist mein erstes. Ich zeige euch heute meinen Automatic Cobblestone Generator. Den habe ich heute Nacht grob entworfen. Ja, ihr guckt mal gerade von meinem Haus raus, aber wir gehen jetzt einfach los. Wir haben nicht viel Zeit. Den Rest zeige ich euch irgendwann später nochmal. Okay. Dann gehen wir hier runter. Ja, da bleibe ich immer hängen. So, zack. Schwupps, raus hier. Und das ist ein bisschen tricky hier. Zack, wir nehmen nämlich die Bahn. Da, zack. Halt. Ich wäre beinahe, oder der Wagen wäre ohne mich losgefahren. So. Und halt. Hier fahren wir weiter. Das ist so ein Zwischenbahnhof unter der Erde. Jetzt fahren wir, wenn man so will, zu so einer Art Entwicklungsabteilung. Die ist hier oben. Gucken wir mal kurz rein. Das ist ein Kombinationsschloss. Schon voreingestellt, deswegen geht das mit einem Schalter hier auf. Das ist so ein kleiner Chillraum. Kann man hier gucken. Eine schöne Glowstone-Wand hinter Glas. Gehen wir wieder, brauchen wir heute nicht. So. Tschüss. Mein Rechner ist nicht der schnellste. Deswegen ist das alles ein bisschen tricky hier. So. Zack. Wir wollen ja den Cobblestone-Generator. Und da fahren wir jetzt hin. Vorbei an Eisen, was ich nicht abgebaut habe. Vorbei an Eisen, was ich nicht abgebaut habe. Vorbei an Kohleflözen, die ich nicht abgebaut habe. Oh, dum-di-dum-di-dum. Oh, Kohleflöze. Kohle übersehen. So. Ups, das brauchen wir nicht mehr, weg damit. Jetzt hier hoch und hier kommen wir sozusagen in meinem mit Glas überdachten, nennen wir es Area 51 oder wie auch immer. Da baue ich meine ganzen Redstone-Schaltungen so grob auf. Hier ist so ein Generator zum Beispiel, den braucht man immer. Eine Glock. Unten unter der Erde, wenn man die immer braucht und sie im Prinzip immer im Weg ist. Ja, das ist die Elektronik oder die Redstone-Schaltung für die Cobblestone-Maschine, die hier steht. Das ist ein anderer Kram hier. Führe ich später mal vor. Unwichtig. Da stelle ich mich drauf. Also das ist nicht einfach Sand aufgetürmt, sondern da wird man von oben mal runter gucken können. Machen wir mal. Ja, zack. So sieht das Ding aus. Schick. Bis auf die Pistons, die hier im 1.6.6er Mod, naja, unschöne Texturen haben. In der Version 1.7 sind die Texturen natürlich schöner. Ja, hier ist, wie gesagt, ist alles schön hell ausgeleuchtet. Man wird nicht nass. Und kann hier in Ruhe experimentieren und hat quasi diesen ganzen Redstone-Kram nicht unbedingt vor der Haustür. Wir sind gekommen von da hinten, unterirdisch mit der Bahn. Kann man vielleicht nicht sehen. Und die Zwischenstation, was für ein schöner Tag, die Zwischenstation ist hier hinten, ist eine Pyramide. Da unten drunter ist die Zwischenstation, wo wir herkommen. In Huhn. So, ups, wieso bleibe ich denn da hängen? Kruzifix. So, da ist die Maschine von Cobble and Stone, FA Cobble and Stone. Ich würde sagen, schalten wir das Ding einfach mal ein. Mal überwachen, gucken, ob alles geht. Okay, alles sauber. Okay.
Clock läuft bereits. Schalten wir es erstmal ein. So. Und dann legt sie schon los. Und zack. Und zack. Also wie man sieht, werden hier die Cobblestone gebildet. Und dann mit dem zweiten Pisten im Prinzip weitergerückt. Mal gucken. So. Und hier hinten werden sie gleich in mundgerechte Stücke zerkleinert. Mit diesen beiden Pistons, nicht Sticky Pistons, sondern diese normalen Pistons. Und hier unten die Strömung. Ups, jetzt habe ich mir so einen Stein geschnappt. Weg mit dir. Die Strömung spült dann das fertige Produkt hierher. Zack, da haben wir die Teile. Und dann nehmen wir die, weil was will man großartig damit machen, und werfen die in die Lava. So. Na, weg mit euch. Ja, das ist die ganze Full Automatic Cobblestone Machine. Dann können wir hier oben, jetzt habe ich hier die Abdeckung von meinem Wasser weggemacht, bei der Lava lasse ich es dran. Nicht, dass man aus Versehen beim Gucken reinfällt. Macht Aua, nicht so gut. Ja, und dann guckt man das Ganze nochmal in Ruhe an. Wichtig ist hier, ups, scheiße. Ja, ja. Jetzt machen wir gleich die Abdeckung wieder drauf. So, zack. Dich wieder weg. So, jetzt können wir nicht mehr reinfallen. Wichtig ist hier die Verzögerung zu den einzelnen Pistons, damit sich nichts ins Gehege kommt. Und jetzt gucken wir nochmal hier schnell. Es ruckelt zwar, aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem damit klar. Also hier haben wir unseren Clock-Generator und die Taktfrequenz. Ich stelle mich mal ein bisschen so, diese Lampe hier, ja. Da sieht man so ungefähr die Frequenz. Also relativ langsam mit 4 in Reihe geschalteten Repeatern. Und dieses SIG wird dann hier in diesem Monoflop umgewandelt. In kurzen Impulsen, also dieses, erst wird es invertiert und dann in einem kurzen Impuls umgewandelt. Ja, also er ist wesentlich kürzer als der hier hinten. Ja, und der kurze, der am kürzesten andauernde, drückt diese fertigen Cobblestones hier hinter. Das ist im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, wie soll ich das erklären? Die längste Verzögerung hat im Prinzip diese Line, die den fertigen Cobblestone hier aufs Band drückt. Und dann, kurz gucken wir mal von oben. Der besteht aus zwei Repeatern und jetzt gucken wir hier mal schnell. Moment. So. Und hier, wo die Cobblestones gegeneinander gedrückt werden, das ist wichtig, dass hier, wie man sieht, sind zwei Felder breit. Aber dieser Pisten ist unmittelbar an den Cobblestones. Also die werden direkt drauf geschoben und der ist weiter weg. Das heißt, er muss früher ausfahren als dieser, sonst drücken sich diese beiden Pistons gegenseitig nach hinten. Was ja nicht Sinn und Zweck der Sache ist, dann funktioniert unser zur kleineren nicht. Also wird der verzögert um Stufe 1 hier im Repeater. Also Grundeinstellung, wenn man ihn hinpackt. Das ergibt eine geringe Verzögerung, das sieht man auch, wenn man die beiden Redstone-Leitungen anguckt, dass dieser hier, ein bisschen früher kommt. Ja, und dann kommen hier die Cobblestones alle raus. Viele, viele Cobblestones.
Oh. Oh, ja. Und dann nehmen wir die und werfen sie in den Müll, weil wir nämlich jede Menge davon haben. So, weg damit. Ja, das ist die ganze Geschichte. Ich werde später nochmal ein Video machen und erklären, wie man das Ding baut. Ist ein Prototyp, also nichts unter der Erde, brauche ich hier nicht, weil das ist hier quasi Entwicklungsumgebung. Dann gucken wir nochmal schnell. Ja, der ganze Spaß. Ja, das soll es gewesen sein vorerst. Wie gesagt, es kommt noch ein zweites Video, in dem ich ein kurzes Tutorial mache, wie man das Ding aufbaut und vielleicht auch mal eine Schaltung davon in Form von einem Bild visualisieren, damit man das mal nachbauen kann, weil mit den Videos ist es immer sehr schwierig. Besser ist, man hat eine Schaltung und baut es dann einfach nach. Ja, dann machen wir den Kram mal aus, sonst produziert er bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja, genug Cobblestone gemacht. Er soll die alle essen. Ja, dann sehen wir uns bald demnächst auf dieser Welle. Bleibt's auf!